Ausgesetzt in der Wildnis. In der Wildnis der Invaliden. Kämpft seit Anbeginn der Zeit. Ein Mann für das Wohl aller Menschen. Und heute ist er hier. Grüß Gott, ich bin der Dr. Jontan und ich zeige euch heute, wie man eine Herzoperation durchführen könnte, wenn man das richtige Narkosemittel wählen würde. Also nicht, dass mir das jetzt passiert ist, schon mal. Bitte einmal ohne Maske. Wie bitte? Wenn es geht, bitte einmal ohne die Maske. Also ich mache immer eigentlich alle Maske. Ja, das verstehen wir, aber wir würden es gerne einmal ohne die Maske haben. Warum? Weil ich glaube, man versteht, dass sie Arzt sind und dafür brauchen sie halt die Maske nicht. Okay, ja. Wir können es danach dann gerne nochmal mitmachen. Aber wir können es ausprobieren. Ist gut, ja. Sehr nett, vielen Dank. Ja, erwischt. Also ich bin eigentlich der Jontan. Fast gleich, aber halt das Doktor. Das war, ich würde nicht sagen gelogen, aber ich kann es erklären eigentlich. So, jetzt aber genug Gags, ihr Landratten. Ja, erwischt. Jetzt rede ich hier zu euch direkt, ungewohnt, in diesem Format. Normalerweise immer in diesem Format. Ich will euch jetzt auch nicht zu lange volllabern hier. Ich will euch nur kurz erklären, um was das Everything hier gehen soll und wird. Hoffentlich. Ich habe einen Plan. Weiß aber nicht, ob der aufgeht. Und zwar möchte ich ab heute für ein Jahr komplett jede Woche ein sogenannter Vlog raushauen. Ich weiß, Schoko, aber kommt runter, ist keine Weltneuheit. Ich weiß natürlich noch nicht, ob das aufgeht, weil ich bin auch dafür bekannt, Sachen auch manchmal so anzufangen und dann langsam aber sicher ausplempern zu lassen. Naja, so bin ich halt. Hey, arrest me. Jetzt fragt ihr euch aber zu Recht, warum du auch noch? Ich mag einfach Vlogs selber gucken. Ich habe das angefangen zu gucken, so Logan Paul, Jake Paul, die da dieses Daily Vlogging Ding gemacht haben. Und irgendwann ist mir halt aufgefallen, ach so, die damals gevloggt haben, die können jetzt basically ihre ganzen jungen Jahren nochmal angucken. Und da sind wie noch mehr Informationen drin, als vielleicht nur die gedankliche Erinnerung. Also habe ich mir immer wieder gedacht, hey, und dann, ich soll's machen, weil es ist doch witzig. Und dann habe ich es auch hier und da immer mal wieder gemacht. Aber letztes Wochenende ist was passiert. Das hat mir den letzten Arsch Tritt gegeben, den ich gebraucht habe. Und zwar war ich in Düsseldorf bei Niklas und David eingeladen. Dudes. Die zwei Dudes. Der lange und der bisschen weniger lange. Aber der ist in Real Life auch relativ lang. Und ich habe mir den ihre 2,5-stündige Live-Podcast-Show angeguckt. Und let me tell you this. I was blown away. Also in einem sehr positiven Sinne. Ich habe mir echt gedacht, what the hacking flip. Das Ding haben die zu zweit aufgebaut. Dann habe ich den mitbekommen, sie haben es zu dritt aufgebaut, was crazy ist. Also natürlich haben noch mehr Leute da gearbeitet, aber so. Und es hat mich so positiv mitgenommen und inspiriert, dass ich das dann auf mich wirken lassen musste. Dass ich einfach mit so einem sehr, sehr positiven Attacke, verstehst du, was ich meine, aus diesem Ganzen rausgegangen. Aber, also check, so shit. Ich will das auch. Jetzt nicht genau das, aber ich will auch so pushen und ich will auch so geile Sachen machen. Und zack, bumm. Jetzt sind wir hier. Und jetzt mache ich's. Ob du willst oder nicht. Die nächste Frage, die ihr euch stellen könnt, was passiert denn eigentlich jetzt denn hier überhaupt alles? Ich habe keine Ahnung, was ich euch hier zeigen kann. Ich nehme euch einfach mit zu den Leuten, die ich treffe. Dann geht's vielleicht mal auf ein Festival. Dann geht's vielleicht mal auf ein Filmset. Dann geht's vielleicht mal in den Urli. Dann geht's mal zum Paddle-Tennis zocken. Und manchmal, da bleibe ich auch einfach zu Hause. Und wenn ich zu Hause bleibe, dann laber ich halt was. Erzähl euch was. Summa summarum, den nächsten Satz könnt ihr gerne mitschreiben. Ich weiß nicht, wo diese Reise hingeht. Aber irgendwo wird sie schon hingehen. Denkt drüber nach. Und jetzt habe ich genug gelabert. Jetzt geht's einfach
Straight and Dive in das Leben von Yontan. Herzlichen Willkommen. So, ich muss jetzt zu einem Termin, und zwar habe ich in einer Serie mitgespielt. What a heck and flip? Du, Yontan, in einer Serie. Yo. Jetzt müssen wir aber was nachdrehen, beziehungsweise nur die Audio, weil ich glaube, irgendwie undeutlich... Hoppla. Weil ich irgendwie undeutlich gesprochen habe. Da muss ich jetzt nochmal an den Drehort, weil wegen Audio, damit das gleich klingt. Ja, los. So, am Anfang habe ich hier Kopfhörer bekommen. Und dann wollte ich natürlich, wie es sich für mich gehört, gut Gag machen. Der wurde aber ein bisschen gedämpft durch eine historische Geschichte. Und zwar, dass diese Kopfhörer bereits auf dem Kilimanjaro waren. Verblüffend, nicht wahr? Da habe ich mir den noch ein bisschen genauer angeguckt. Noch fast dieses Mikrofon von der Decke geholt. Ha, hupsi. Aber, wie man sieht, lässt sich überspielt mit: Ich guck bei dir, was bei dir auf dem Computer so geht. Ja, und dann ging's los. Damit ihr das mal checkt, was genau hier abgeht, das ist eigentlich wie Synchronsprechen. Also da vorne ist der Bildschirm, wo das Bild läuft. Witzig. Und ich muss halt zum richtigen Zeitpunkt meinen Satz sagen. Der Satz war aber nicht wirklich ein Satz, sondern es waren wirklich 3-4 Worte. Und dann steht man da und sagt das 50 Mal, damit die so ein paar Varianten haben, und dann können die das auswählen. So, das war's. Ich habe da jetzt 1,5 Stunden einfach Sätze noch gesagt, die sie meinten, yo, die sind noch, die wären vielleicht noch cool zusätzlich. Jetzt nicht, weil ich undeutlich gesprochen habe. Ja, war lustig. Jetzt gehe ich nach Hause essen und dann geht's später auch schon ans Rap City. Ich muss jetzt ein bisschen leise sprechen, weil mein Bruder ist krank. Der pennt da drüben gerade. Der wollte jetzt eigentlich auch mit nach Zürich kommen. Kann er nicht, weil krank. Ich muss jetzt noch meinen Kulturbeutel packen, denn ich mache heute Nacht Sleepover in Zürich, weil ich morgen früh wieder in Zürich sein muss. Und dann natürlich rein vom Sinn her dumm wäre, wenn ich jetzt am Abend wieder nach Hause und dann morgen um 10 Uhr wieder in Zürich stehen müsste. Und mache Deodorant. Und Parfumerie mache ich. Mein Freundin sagt immer, mach 4. Oder mehr am besten noch. Jetzt muss ich noch meine Haare machen. Gewinner. Oder was sonst halt so Alphas zu sich sagen im Spiegel. Mein Outfit fürs Rap City heute, absolut das Normalste bei mir. Meine Jeans und ein Hoodie. Und jetzt denkt euch wahrscheinlich, Alter, das sieht cool aus. Soll ich euch ein Geheimnis erzählen? Ich habe unter coolen Jeans, habe ich eine lange Unterhose an, die vielleicht nicht so cool ist, aber weißt du was, die gibt mir warm. Und ich bin halt jetzt im Alter, mittlerweile, da ziehe ich Komfort der Style oder Coolness vor. Und jetzt haben wir gepackt everything und jetzt gehen wir los. Nee, ich gehe noch pissen. Und der könnte das in 2 Stunden machen. Wäre kein Problem. So. Ich mache jetzt ein Sleepover. Es ist jetzt kurz vor 2. Oh. Muss jetzt pennen. Weil morgen muss ich um
viertel vor 10 wieder aus dem Haus hier. Because I have shooting model. You know. Darum mache ich jetzt noch eine coole Transition. Zu morgen. Bist du ready? Die hat die Welt noch nie gesehen. Guten Morgen. Es ist 9.43 Uhr und genau, wir gehen jetzt zu diesem Shooting. Das ist von Aqua Conviva. Und das sind die, so diese Bilder, die kennt ihr. Die kennt ihr. Ich weiß, ihr kennt sie. Wo so Influencer oder irgendwelche Comedian oder SchauspielerInnen dieses Pappkartonschild in der Hand halten und da drauf steht: Water is a human right. Und die haben gefragt, ob ich da Lust drauf habe. Und dann habe ich gesagt: Ja, sicher, das ist doch eine gute Sache. Müde? Nein, wie kommst du drauf? Ja, dann habe ich da auch schon dieses Schild in die Hand gedrückt bekommen. Und dann hat er da einen Gag gezündet, den ich sichtlich lustig fand. Dann hat er noch gesagt: Hey, be cool, be yourself. Wir machen ein paar Fotos und dann kann man die immer so direkt sehen auf dem Bildschirm. Und dann ging es los. Und dann hat er Fotos gemacht und hat gesagt: Yes, Queen, work it, slay, halt das mal da oben, halt nochmal das andere auch da oben. Und dann haben wir uns das angeguckt. Guck. Model. Party People, das war es schon. Mit dem ersten Vlog von potenziell 52 Vlogs. Und der Vlog jetzt, der endet hier, wo jetzt der zweite gleich starten wird. Ich werde danach gleich den zweiten schon starten. Das heißt, yay, Motivation ist hier. Und falls ihr jetzt denkt: Hä, aber was, warum, wo bist du überhaupt? Was ja durchaus sein kann, dass man sich das fragt. Ich bin am Arsch von Deutschland gespawnt. Ich zeige euch mal den Ausblick aus dem Hotel. Dann checkt ihr das. Digga. Ein fucking LKW auf einer Wiese. Irgendein Schrottplatz. Ich weiß nicht. Ich komme irgendwie immer wieder mal auf so Sidequests, wo ich dann einfach irgendwo bin, wo das plötzlich passiert ist einfach. Und dann bin ich plötzlich irgendwo. Einfach. Aber es wird lustig, was wir hier machen. Naja, auf jeden Fall. Abschließende Worte. Dieser Vlog hier ist nicht perfekt. Das ist mir bewusst. Das ist weit, weit weg vom Perfekt. Für mich geht es jetzt erstmal darum, hey, einfach zu machen. Und das solltest du vielleicht auch machen. Mach einfach. Scheißegal was. Scheißegal, ob es gut oder schlecht wird beim ersten Anlauf. Mach's einfach. Falls ihr mir jetzt hier eine Resonanz hier lassen möchtet, bin ich euch sehr dankbar. Weil ich weiß nicht, vielleicht mache ich hier etwas voll krumm, wo ihr denkt: Warum macht der Jan dann das? Mach doch das anders. Dann schreibt's mir doch einfach. Und lasst ein Abonnement hier, sagt man ja so, und ein Like. Und dann sehen wir uns schon nächste Woche wieder. Tschüss.